Jo, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video. Wir machen heute, wie ihr es euch sicherlich schon denken konntet durch Titel und Thumbnail, ein kleines Upgrade-Video. Und zwar habe ich ja eine Menge neue 5-Sterne-Charaktere bekommen. Und die alle zu pushen ist ein Ding der Unmöglichkeit, vor allem was das Artefakt-Set angeht. Also ich habe jetzt in letzter Zeit sehr viel an meinen Artefakten gearbeitet. Aber die, die ich da geupgradet habe, um die zu kriegen, habe ich Monate gebraucht. Und ich sag mal so, es waren nur bedingt viele gute dabei und auch nur, naja, eine kleine Auswahl an Sets einfach. Und die Charaktere, die ich bekommen habe, sind extrem vielseitig. Und das heißt, es wird wahrscheinlich nicht so einfach werden, hier wirklich alle Charakter zu upgraden. Aber heute machen wir zumindest mal D-Look. Das heißt, wir pushen ihn auf jeden Fall mal hoch. Ich müsste eigentlich mehr als genug Materialien haben. Also ich habe 2100 meines Helden Weisheit, fast 29 Millionen Mora. Und auch sonst eigentlich alle Ressourcen. Also es sollte eigentlich kein großes Problem sein. Hier Level, Talente zu erhöhen und Waffe und Artefakte zeige ich euch gleich, was ich ihm dann vorläufig mal gebe, bis ich ihn vielleicht mal pushe. Aber ich muss ihn ja erstmal nochmal ausprobieren, ob ich ihn wirklich, also ob ich ihn einfach nur hochstufe, um ihn zu haben und vielleicht ab und zu mal zur Abwechslung spielen kann. Oder will ich ihn wirklich, also sprich auch Talente Stufe 10 zum Beispiel, statt nur Stufe 8 oder so. Also will ich ihn wirklich spielen oder nicht? Also das muss ich dann natürlich erst entscheiden, weil ich meine, als Free-to-Play-Spieler hat man nicht die Freiheit, dass man jeden Charakter einfach bis zum Maximum pusht und dann guckt, ja, gefällt er mir oder gefällt er mir nicht, sondern ich ziehe alle Charakter nur bis zu einem gewissen Grad und entscheide dann, okay, ist er was für mich oder ist er eher nichts für mich. Aber D-Look, ich habe ihn sehr positiv in Erinnerung. Ganz am Anfang vom Spiel, aber da muss man halt dazu sagen, das ist 1,5 Jahre her und seitdem kamen viele Genshin Impact Charakter heraus und es hat sich einfach viel geändert. Vielleicht hat sich auch einfach mein Geschmack verändert, was jetzt Genshin Charakter angeht. Deswegen mal gucken. Werden auf jeden Fall ein paar Sachen machen, um ihn auszuprobieren. Vielleicht sogar einfach gewundener Abgrund Solo oder so. Mal schauen. So. Stufe 60. Zack. KT ist auch schon ganz gut, nice. Zack. Jetzt wird es gleich erst richtig. Oh, jetzt wird es gleich erst richtig teuer. 70 auf 80, ja, 80 auf 90 ist geisteskrank, aber 70 auf 80 kostet auch schon ganz schön viele Ressourcen. Kostet das nicht 500.000 Mora oder so? Ja, 324.000. Ja, ich wusste nicht mehr genau wie viel, ich wusste nur, dass es ziemlich teuer ist. Ja. Genau. Okay. Dann gehen wir jetzt zur Stufe 80 und dann lassen wir ihn noch ein letztes Mal aufsteigen. Kaboom. Genau. 4,8 KT kriegt er dafür, nice. Ja, und das ist ja Level 80. Das ist immer für mich der Punkt, wo ich dann nicht wirklich weitermache, weil ich kann es euch mal wie immer demonstrieren. Also machen wir ein Level. Ich finde einfach, dass es halt nichts bringt, weil er hat schon die 6 Sterne, also er ist schon maximal aufgestiegen. Und die Level-Ups, die sind lächerlich. Ein Level-Up gibt 8 Angriff, 3 Schwachsinn, 103, ich wollte schon sagen, 3 LP, das wäre jetzt echt krass wenig gewesen. 103 LP und 6 Verteidigung. Und gut, okay, mal 10, okay, ja, aber es ist so wenig. Und zieht euch mal rein, wie viel das kosten würde. Ich glaube, über 100 Mal eines Helden Weisheit. Und 648.000. Also für Charakter, die man wirklich gerne spielt, und so kann man es schon machen. Oder vielleicht auf Stufe 89 oder so. Aber ich sehe einfach den Sinn dahinter nicht. Vor allem, wenn ich noch nicht, also in dem Fall weiß ich jetzt ja noch nicht mal hundertprozentig, ob ich überhaupt D-Look wirklich viel spielen werde. Dann haben wir 3 Wünsche zurückbekommen. Und ja, dann sind wir hier auf jeden Fall schon mal fertig. Dann gehen wir als nächstes auf die Talente. Machen hier weiter. Hier soll es eigentlich auch keine großen Schwierigkeiten geben. Das Einzige, was sein kann, ist, dass wir dieses Material hier nochmal herstellen müssen. Genau, also wie gesagt, ich mache jetzt auf Stufe 8. Das kostet, glaube ich, am meisten Mora. Ich habe schon lange keinen Charakter mehr verbessert. Der letzte war, glaube ich, Yanfei. Bin ehrlich gesagt nicht mehr hundertprozentig sicher. 120.000? Ja, doch, doch. Ich glaube, jetzt kostet auch schon über 300.000, oder? 260.000, ja. Genau, mal Stufe 8. Das ist immer noch ganz günstig, sag ich mal. Also ich meine, da bin ich mir jetzt schon ziemlich sicher, dass ich D-Look, sag ich mal, so viel benutzen werde, dass ich mir die wöchentlichen Boss-Items leiste, dass ich sie in seine Fähigkeiten baller. Außerdem habe ich schon lange keine mehr
gepusht, keine Helden. Ich habe 39 von diesen Dingern, also da kann man ruhig mal welche ausgeben. Beziehungsweise 38. Und jetzt sind mir tatsächlich diese Bücher ausgegangen. Das war das, was ich gerade gesagt habe. Das könnte natürlich schon passieren. Ne, hier sind sie eh schon. Das waren die mit dem Schild, ne? Genau. Warte, was ist denn das hier eigentlich? 25% zurück und er schafft mit der Wahrscheinlichkeit von 25% extra ein anderes zufälliges Material für Talente aus demselben Gebiet mit einer dem verbrauchten Material entsprechenden Stufe. Also da kannst du quasi aus der gleichen Sphäre was anderes kriegen. Aber wieso sollte man das wollen? Will man nicht eher einfach das zurückkriegen? Ich finde es halt blöd, dass beides 25% Chance hat. Machen wir mal... Ja, von den Grünen habe ich gar nicht so viel. Ja, jetzt habe ich ja Miko wieder weggetan. Jetzt bin ich mal gespannt. Ah ja, tatsächlich, genau. Ist die gleiche Sphäre, aber... Lol. Das ist ja voll random. Ja, gefällt mir Shingshio besser. Außerdem haben beide 25%, also von dem her ist es egal. Ja, machen wir hier mal 15. Wobei, war das vielleicht sogar zu viel? Ah... Damn, ich habe die Talentbücher eigentlich alle mal eine Zeit lang gefarmt, ohne direkt bestimmte zu farmen, einfach alle gefarmt. Ich dachte, das würde locker reichen, wenn ich mal wieder Charakter pushe. Aber uns wird wohl gerade gezeigt, dass das nicht reicht. Wir haben noch ein paar Grüne. Ja, nee, es muss locker reichen, also die Blauen müssten locker reichen. Was sein kann, ist, dass wir jetzt nochmal die Lilanen herstellen müssen. Weil ich glaube, wir brauchen 9 und haben nur 7 oder so. Ne, wir brauchen 10 und wir haben 9. So rum. Ja, fehlt noch eins. Ah, oh Moment, da fehlt noch was anderes. Die Dinger fehlen. Abzeichen für Offiziere fehlt auch. Okay. Ne, hier. Und Abzeichen für Offiziere. Können wir ein paar herstellen, ja. Zack. Und zack. Okay, ja, ich habe schon 3 Millionen Mora ausgegeben. Ganz schön teuer, der nette junge Mann hier. Dann Diluc, Talente und boom. So, dann haben wir alles auf Stufe 8. Ja, ich werde seine Fähigkeiten jetzt nicht nochmal vorlesen. Ich denke, die kennt so ziemlich jeder. Was hat er für ein zusätzliches Talent? Beim Schmieden von 2 Händen kriegt man 15% Erz zurück. Und verringert die Lux-Ausdauer, verbraucht für heftige Schläge um 50% und verlängert die maximale Wirkungsdauer um 3%. Oh, das ist ein passives Talent, okay. Ja, dann sind wir soweit schon fertig. Dann Waffe dürfte keine Überraschung sein. Ich habe das Wolfsgrab mal bekommen aus einem Standardgebet. 5 Sterne statt einer 5 Sterne Figur. Damals habe ich mich ein bisschen geärgert, weil ich zu dem Zeitpunkt weder Diluc noch Mona noch Keqing hatte. Da habe ich mich ganz schön drüber geärgert, dass ich dann die Waffe bekommen habe. Rückblickend betrachtet ist das aber eine der besten Waffen im Spiel, würde ich sagen. Oder auf jeden Fall eine verdammt gute Waffe, vor allem von den Standard. Also von den. Es gibt da tatsächlich relativ viele 5-Sterne-Waffen, die man einfach so kriegen kann im Standard-Banner. Und ich finde, von denen ist es mit Abstand die beste oder sogar die beste. Ja, einfach Bombe. 49% Angriff. Zusätzlich nochmal 20% Angriff und erhöht den Angriff aller Truppenmitglieder beim Treffen eines Gegners mit weniger als 30% AP 12 Sekunden lang um 40%. 30 Sekunden Abklingzeit. Also einfach nur ein Bombeneffekt. Wenn der triggert, entweder mit Diluc weiterkämpfen oder halt mit dem Träger der Waffe weiterkämpfen oder wechseln, vollkommen egal. Alle kriegen einen Angriffsboost. Also es ist einfach ziemlich krank, die Waffe. Also gibt halt einfach straight up einfach tonnenweise Angriff. Und genau, ist quasi hier die perfekte Waffe für unseren Diluc. Und dann haben wir noch Artefakte. Da wäre das brennende Set der Pyrohexe gut. Ich habe es auch glücklicherweise einmal noch vorrätig, weil jetzt das Set bei Bennett gewechselt hat. Der hatte das nämlich vorher. Aber ich benutze ja Bennett nicht als Damage-Dealer, sondern nur als Supporter. Und ja, die Items sind nicht schlecht, aber sie sind nicht ideal. Also das hier ist ziemlich gut. Das hat 14% Crit-Schaden, 9,9% Angriff, Aufladerate okay, ist nicht schlecht und noch 19 Angriff. Also da kann man jetzt nicht so viel sich drüber beschweren. Dann das nächste ist schon, gibt 18% Angriff und 7% K-Schaden, allerdings dann AP, AP und einmal wurde AP auch mindestens, ich glaube sogar zweimal gepusht. Also, ich meine, das ist nicht schlecht, aber ja,
Dann das nächste, das ist tatsächlich noch schlechter, glaube ich. Nochmal eins schlechter geupgradet. Ist auch nicht mehr von dem Set tatsächlich. Da habe ich nämlich nur zwei von den Sand der Zeit bekommen. Und das eine ist ziemlich schlecht, das hat Chi-Chi gerade. Und das andere hat Hu-Tao, das ist mit Abstand mein Bestes. Das hat 11% KT und 13% K-Schaden. Und hier haben wir jetzt immerhin fast die gleichen Effekte, aber es ist eben nicht von dem Set. Wobei es hat halt nur 5,8% KT, also was heißt gleich, fast die gleichen Effekte. Das ist schon ein großer Unterschied, weil KT ist ja ein Wert, den man nicht so leicht bekommt. Und hier hatte ich auch zwei Herzen zur Auswahl. Das hier verstehe ich ehrlich gesagt gar nicht, warum ich das jemals gepusht habe. Das hat einfach nur 3,9% KT und sonst eigentlich nicht wirklich was. Und das hier hat zumindest wieder 10% KT und sonst aber auch nichts wirklich Gutes. Also auch mehr, alles andere ist ideal. Und dann beim letzten hier, das ist wieder ziemlich gut. Das hat 46% Angriff als Mainstat. Dann KT, LP, LP, aber hier wurde wohl nichts gepusht von denen. Außer vielleicht KT einmal, aber ich glaube, es wurde legit nur K-Schaden gepusht, einfach 32% K-Schaden. Also es ist nicht schlecht, wie gesagt. Das sind schon ganz gute Artefakte, aber ich würde sagen, das Herz geht deutlich besser. Sand der Zeit geht auf jeden Fall mindestens eine Stufe besser, wenn nicht sogar zwei. Und gut, die beiden, dadurch, dass die eigentlich am leichtesten sind, dass man hier gute Werte bekommt, also Blume und Feder, könnten auch besser sein. Aber alles in allem auf jeden Fall nicht schlecht. Und so sind wir jetzt aktuell aufgestellt. Sternbild ist natürlich auf C0. Und dann würde ich sagen, let's go. So, wir machen jetzt mal gewundene Abgrund, Ebene 11, weil hier relativ viele Gegner spawnen. Das können wir ja theoretisch einfach unendlich repeaten. Ja, machen wir jetzt trotzdem mal Elementarkunde. Das ist jetzt einfach nur ein. Hier kann man doch immer wieder neu starten. Also ich glaube, das ist schon der beste Ort, wo man ein bisschen was ausprobieren kann. Team ist jetzt relativ random. Ich möchte ihn eigentlich auch solo ausprobieren, aber trotzdem ein paar Charakter, vielleicht hier und da eine Kombi zu machen. Und ja, gucken wir mal, was unser Dilux so kann. Also der normale Schaden sieht schon mal. Wow. Sieht schon mal nicht schlecht aus, wobei man natürlich dazu sagen muss, im Monatssegen wird, glaube ich, der Schaden mit Standardangriffen gepusht. Das Einzige, was irgendwie krass, vielleicht kommt mir das nur so vor, aber gefühlt greift er langsamer an als Beidou. Weil die Waffe, die er jetzt trägt, das Wolfsgrab, habe ich vorher mal auf Beidou benutzt. Irgendwie kommt es mir so vor, als würde sie schneller angreifen. Kann sein, dass das stimmt, kann aber auch wirklich nur durch die Animation anders aussehen. Also es ist ja immer so ein bisschen. Nur weil es anders aussieht, heißt es ja nicht automatisch, dass es schneller oder langsamer ist. Manchmal sieht man das ja einfach noch nicht richtig. Gut, dann starten wir nochmal neu. Weil dieses Ding sonst noch kaputt machen. Das waren jetzt mal die Standardangriffe. Und dann gucken wir mal, was seine Fähigkeiten hier so auf Lager haben. Genau, ich weiß gar nicht mehr, was seine E-Fähigkeit macht. Ah ja. Ach, das war ja diese Triple-Kombi. Ah ja, genau. Das war schon fast gar nicht wie, also gar nicht typisch Genshin Impact eigentlich. Gibt nicht viele solche Fähigkeiten, glaube ich. Genau. Ja, der Schaden ist natürlich nicht so hoch. Das ist halt das Problem, weil ich das falsche Artefakt habe. Also beim Herz müsste eigentlich Pyroschaden drin sein. Da würde nochmal viel mehr gehen. Wobei man natürlich dazu sagen muss, es ist nur seine Elementarfähigkeiten. Dafür ist der Schaden jetzt nicht schlecht. Ja. Aber jetzt auch nicht gigantisch. Aber da hilft natürlich die Waffe auch nicht so ultra weiter. Also es ist knapp zwischen, ziemlich genau zwischen 5 und 10.000 liegt der Schaden wohl so. Okay. Und dann machen wir mal die Spezialfähigkeit. Schauen wir mal. Puh, damn, schwierig zu sagen, aber es hat auch nicht so viel Schaden gemacht, oder? Das muss man nochmal ausprobieren. Also der eine, Hilichurl bin ich mir nicht sicher, wie oft der getroffen wurde, aber einer hat mit halbem Leben überlebt, das wäre nicht so gut. Wenn ich mal einen Hilichurl one-shotten kann mit der Spezialfähigkeit, schauen wir nochmal. Ja gut, es kommt drauf an, also die werden, puh. Gar nicht so leicht zu sagen. Muss man nochmal die Fähigkeit durchlesen. Gehen wir nochmal raus. Erschafft Flammen, die Gegner in der Umgebung zurückstoßen und Pyroschaden verursachen. Die Flammen sammeln sich auf der Waffe und bilden einen Feuervogel, der nach vorn fliegt, Gegner in seiner Bahn hohen Pyroschaden zufügt und am Ende des Fluges bei einer Explosion hohen Pyroflächenschaden verursacht. Die Flammen auf die Lux-Waffe verleihen ihm die Pyrokraft. Genau, das hatten wir gerade noch gesehen. Ja, ich weiß nicht, dieser Pyroschaden, also es ist halt, es kommt halt darauf an, wie du die Gegner tatsächlich triffst. Weil wenn die nicht richtig stehen, dann werden die ja eben zurückgeworfen, aber anscheinend können die ja dann wirklich auch rausfallen. Oder es liegt daran, dass dass nicht jeder den Crit abbekommt. Das könnte auch sein. Weil so wie ich das jetzt, also wir haben es jetzt nur zweimal ausprobiert, aber so wie ich das jetzt gesehen habe, kriegt nicht jeder den gleichen Schaden, was wie gesagt logisch ist, durch Crits vielleicht und so.
Aber es ist trotzdem blöd, wenn du halt, sag ich mal, eine Gruppe von Gegnern triffst und dann stirbt nur die Hälfte von denen und die anderen haben dann noch ganz wenig Leben übrig oder so in der Art. Und ja, was mir auch nicht so gut gefällt, ist tatsächlich bei der Spezialfähigkeit, dass man sie, naja, mehr oder weniger zielen muss. Ich werde es jetzt mal noch mal ein bisschen probieren, dass man sie absichtlich mal sozusagen daneben macht. Mal gucken, ob das funktioniert. Also, dass wir quasi sagen, wir ziehen jetzt mal gar nicht auf irgendwas Bestimmtes. Gucken einfach mal, was passiert. Ja, genau. Das ist halt was, das gefällt mir auch nicht so gut. Dass man quasi, ja, dass man quasi zielen muss. Also ich meine, es ist nicht schlecht, aber es ist ja oft so, dass man, also vor allem im Boden im Abgrund zum Beispiel, dass du einfach umzingelt bist von Gegnern. Und dann sag ich mal, du bist niedrig, du hast wenig Leben oder so, du wirst eine Fähigkeit von den Gegnern dodgen, dann drückt man halt einfach mal Spezialfähigkeit, einfach nur damit man den Schaden von der Fähigkeit vom Gegner nicht abbekommt oder so. Oder irgendwie so. Und das ist dann schon blöd, wenn du, sag ich mal, blöd stehst oder so und dann die Spezialfähigkeit, gut, okay, wenn du umzingelt bist von Gegnern, ist es schwierig, dass du nicht triffst, aber so rein vom Prinzip her halt. Ich weiß nicht. Das ist, aber ich weiß nicht. Ich hatte ihn insgesamt auch wirklich stärker in Erinnerung. Aber man konnte ihn, glaube ich, irgendwann nochmal ausprobieren. Und da habe ich das damals auch gesagt. Ich hatte ihn krasser in Erinnerung. Wobei das jetzt schon ziemlich heftig war. Ja, vielleicht liegt es auch daran, dass ich vorhin so weit weg stand von den anderen. Der Schaden ist natürlich schon nice. Hier ist es halt echt schade, dass ich keinen Pyro-Schaden habe. Aber wir können ja mal testweise ihm das Artefakt von Hu Tao geben. So, ich habe ihm jetzt quasi. Ich zeige es euch gleich noch, was ich ihm gegeben habe. Es ist immer blöd, dass man ihn gebunden hat und das nicht nachschauen kann. Schauen wir mal, jetzt lassen wir sie nochmal zusammenlaufen, stellen uns direkt vor sie und jetzt machen wir nochmal. Oh, Beine, Moment. Wait, what? Habe ich weniger Schaden gemacht? Das ist unmöglich. Ich habe ja meinen Pyro-Schaden gerade gepusht. Ah, nee, da hat man uns gerade gesehen. Okay, schauen wir mal hier an. Ja, wobei, nee. Hä? Mein Schaden ist genauso wie vorher, das ist unmöglich. Na, nein, ist er nicht. Okay. Es ist manchmal echt schwierig zu sagen, vor allem mit den Crits ist es immer schwierig. Machen wir nochmal die Elementarfähigkeit hier, nach der es was besiegt, Mist. Ja, doch, ist minimal höher, sagen wir mal. Schauen wir nochmal. Ich will mal die ganze Kombi einmal. Ja, doch. Ja, ist schon ein Unterschied. Man merkt es halt nicht immer sofort. Es kommt ja doch immer drauf an. Ja, doch, man merkt schon den Unterschied definitiv. Aber er ist kleiner, als ich dachte, tatsächlich. Er ist kleiner, als ich dachte. Ich dachte, der Unterschied ist deutlich krasser mit dem Pyro-Artefakt. Ich muss mal die Substats angucken. Vielleicht sind die gar nicht so heftig, wie ich es in Erinnerung hatte. Von dem Set, was ich ihm jetzt gegeben habe. Von den Artefakten, die ich ihm jetzt gegeben habe. Genau. Ja, aber ist doch eigentlich ganz nice. Was wir jetzt noch probieren könnten, wäre mal mit hier Bennett. Bennett Spezialfähigkeit. Puh! Naja, schon nice. Aber wie gesagt, also ich hatte ihn damals am Anfang vom Spiel echt krasser in Erinnerung. Und wenn man sich heute Tierlists anguckt, Diluc ist nirgendwo weit oben. Also er ist eigentlich nur ein durchschnittlicher Damage-Dealer von den 5-Sterne-Damage-Dealern. Also er ist nichts Besonderes. Er ist nicht schlecht, aber er ist eigentlich auch nicht wirklich was Besonderes. Also Mittelfeld kann man sagen. Und so fühlt sich das eigentlich auch an. Also er ist auf jeden Fall gut. Ich denke, man kann ihn gut spielen. Ist eigentlich auch ganz nice. Ist sehr basic eigentlich, weil man kann eigentlich fast nichts machen. Also du machst einfach dreimal E und dann wartest du, bis du R drücken kannst. Und sonst halt einfach nur Standardangriffe, die gut Schaden machen. Passt auch. Aber ja, es ist nichts wirklich Besonderes auf jeden Fall. Genau. Alright. Zeige ich euch noch, was ich geändert hatte. Also ich habe ihm quasi dieses hier gegeben. Ich meine, das Artefakt ist geisteskrank gut, ich verstehe. Also ich muss ehrlich zugeben, ich bin ein bisschen überrascht, dass der Unterschied so gering ist, weil es einfach auch das Artefakt selbst ist einfach viel besser. Das Artefakt, was er vorher hatte, hatte einfach nur 10 KT, bisschen Angriff und Aufladerate. Und wir haben getauscht, ging ein bisschen weniger KT, aber 21% K-Schaden und 10% Angriff. Gut, okay, Angriff hatte er natürlich vorher trotzdem mehr. Und aber eben 46% Pyro-Schaden, also. War jetzt ehrlich gesagt überrascht, dass hat sich fast nicht anders angefühlt. Und zeitgleich habe ich ihm aber auch die andere Sanduhr gegeben, die auch besser war. Also vorher hatte er die hier, 12 Crit-Schaden und 5 KT. Und jetzt hatte er 11 KT und 13 Crit-Schaden. Also auch viel besser. Deswegen, schon irgendwie komisch. Hat man jetzt nicht wirklich so krass gemerkt. Also, weil es war schon ein heftiger Unterschied rein von den Werten her. Deswegen war ich jetzt schon ein bisschen enttäuscht. Aber ja, ich denke, mit den Artefakten kann er erstmal leben. Ich werde ihn jetzt vielleicht einfach in mein Farm-Team aufnehmen.
Oder beziehungsweise ich farm manche Sachen farme ich nicht mit meinem Main-Team, weil mir da bestimmte Sachen fehlen oder weil es einfach nicht so gut passt. Ich werde ihn da auf jeden Fall, also ich werde ihn jetzt auf jeden Fall ab und zu mal spielen, jetzt wo er ausgerüstet ist, wo man ihn auch spielen kann. Und ja, vielleicht finde ich zu ihm, vielleicht aber auch nicht. Wie gesagt, irgendwie, was man halt damals dazu sagen muss, also ich, das war ja in dieser, jetzt kann ich euch das sogar noch zeigen, in welcher Sphäre konnte man den ausprobieren? Das war hier, glaube ich. Genau, Tempel des Falken. Ich meine, hier konnte man, oder vielleicht war es auch eine andere. Vielleicht war es auch hier, Tempel des Wolfs. Ja, wahrscheinlich war es Tempel des Wolfs. Aber ist egal, auf jeden Fall konnte ich mal den irgendwo ausprobieren. In Mondstadt ganz am Anfang, wo man, glaube ich, noch keinen 5-Sterne-Charakter zu dem Zeitpunkt hatte. Oder die meisten Leute zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich noch keinen hatten. Und da ist halt einfach so, wow, wow. Aber da lag es wahrscheinlich wirklich einfach daran, dass er wahrscheinlich eine gute Waffe hatte. Also ich habe mir die Charakter damals nicht angeguckt. Aber er hatte wahrscheinlich ein hohes Level, gute Waffe und so. Und dann hat er halt auch kranken Schaden gemacht zu dem Zeitpunkt. Die Gegner waren Level 20 und so. Keine Ahnung. Also, ich denke mal, das war irgendwie nicht wirklich aussagekräftig, einfach durch die Umstände, unter denen man ihn ausprobieren konnte. Und jetzt merkt man halt, okay, wenn man schon andere Damage-Dealer gewöhnt ist, Hu Tao zum Beispiel oder auch Kazuha oder so, oder Yoimiya, dann ist Diluc jetzt, ja. Nicht schlecht, aber es wirklich sagt auch nichts Besonderes. Also tatsächlich finde ich persönlich Yoimiya in dem Fall besser, aber Yoimiya hat ja den großen Nachteil zum Beispiel, dass sie keinen AOE oder kein, also immer nur ein Ziel angreift, weil sie halt einen Bogen benutzt. Das ist halt ein großer Nachteil zum Beispiel. Das wäre bei Diluc nicht der Fall. Er hat ausschließlich Flächenschaden eigentlich. Genau. Und ja, danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Würde mich sehr über ein Like, Kommentar und Abo von euch freuen. Und was haltet ihr von Diluc? Benutzt ihr ihn? Findet ihr ihn cool? Wie habt ihr ihn ausgerüstet? Lasst es mich wissen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.